Ja, hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe erst vorgestern mit Richie gesprochen und er gemeint, ey, es wird wieder mal Zeit, einen Blick in die Messertasche zu werfen. Und ich mir gedacht, gut, Freitagabend ist doch jetzt hier mal eine gute Gelegenheit für ein Freitagabend-Video. Wieder mal zwischendurch und nicht nur immer aus dem geplanten Sendeplan. Darum werden wir jetzt hier mal wieder in die Messertasche schauen. Ich habe gerade das aktuelle EDC aus der Hosentasche hier mit reingesteckt, damit die Tasche wieder voll ist. Da schauen wir mal rein. Bevor wir da reingucken, können wir hier hinten eins auspacken. Gehört auch zur Messertasche. Ist aber nicht drin, weil zu groß. Schön in dieser sehr coolen Ledertasche. Mein Multitool, schwere Multitool Gerber Center Drive. Cooles Teil. Manchmal funktioniert es auch mit dem Rausschnippen. Das ist richtig schön robust. So, schauen wir mal hier rein in die Messertasche. Und da sieht es in dem Einfach momentan so aus. Schön symmetrisch aufgeräumt. Zwei große Folder. Zwei kleine Sock und ein Romain Vignon. Andere Seite. Momentan noch anderes Gear. Aber zuerst mal große Seite. Da haben wir in der Tasche hier immer noch Güdi von Pobbles Magna in Burgundi-Rot mit der starken Feder. Cooler. Großer, robuster Slipjoint-Folder. Wird von Fox hergestellt in Italien mit in Magnago mit Böhler N690 Stahl. Schönes G10, griffig. Ja, das ist schon problematisch, bisschen so für die Jeans, aber hier, es geht noch hier, denn unter dem Clip ist ein bisschen eine glatte Fläche. Nicht ganz so dramatisch. Ohne halt, ja, dieser französische Spezialverschluss. Recht robust, das Ding braucht fast kein Lock. Dann haben wir einen kleinen Folder. Sock. In der kleinen Ausführung. Das Modell. Name ist mir jetzt entfallen. Salut Mini. Zum Glück schreiben sie es auf die Klinge. Genau, da gibt es nämlich das normale Salut und das Salut Mini. Für meine Handgröße genau richtig. Schön massiv aufgebaut, fette Platinen, schön alles massiv, ordentliche G10 Griffschalen drauf und alles, was mir hier an den Sock gut gefällt, sind eben halt, ne? Alles schön All Black, Deep Carry Pocket Clip, das ist cool, ja, Backlog Folder, ist auch immer gut. Hab den variablen Dome Pin weggemacht, dadurch auch schön 42A konform. Dann Romain Bignon, einer der ersten Prototypen, handmade. Boah, so hochglanzpoliert, da siehst du die Fingerabdrücke drauf. Sehr schönes Holz, sehr schöner Folder. Dann wieder ein kleines Sock, wieder ähnlich aufgebaut wie das hier, ne? G10 All Black Deep Carry Pocket Clip, aber das Terminus in Slipjoint-Ausführung, dafür mit CTS BD1 Stahl, pulvermetallurgischer Stahl, einer der coolsten, kleinsten taktischen Slipjoints. Da gibt es ja nicht so viel davon. Slipjoint-Folder, die so cool, All Black, die Carry daherkommen, mit gutem Stahl. Ne? Carpenter Steel BD1, das sind zwei coole Folder. Mag ich. Dann noch ein großer Panzerfolder. Das Polforce Tactical Mike 5. Die natürlich immer mit super geiler Handlage, egal im Foregrip oder normal. Backlock. Massige G10 Griffschalen da drauf. Matt gestrahlte Klinge, Neolux Stahl.
cooles, großes Teil. 171 von 300, ganz in jeder Farbe 300 Stück. Und auch hergestellt in Maniago von Line Steel. Schön, hier haben wir einen Fox und hier haben wir einen Line Steel liegen. Geile Sache. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir noch an das Fach da drüben kommen. So, da haben wir drin der alte Böker-Kudi, habe ich mal hier mit reingemacht. Der pausiert gerade. Sonst haben wir hier noch drin in der Messertasche noch ein kleines Multitool. Das ist eben praktisch zu mitnehmen wegen Clip. Und auch so wie es mir gefällt, eine All Black Deep Carry Pocket Clip. Ist eine coole Sache. Ein Gerber-Tool. Gerber Crucial mit so kleiner Multifunktionsklinge. Ja, dieser Hook. So, Boxcutter, Gurtschneider, alles Mögliche. Dann haben wir noch praktischerweise dabei einen kleinen Kreuzschlitz und einen kleinen normalen Schraubendreher. Und an einem Multitool natürlich immer praktisch, wenn man dabei immer eine Zange braucht, hat man hier natürlich ein bisschen größeres Werkzeug. Auch cool. So, und dann haben wir noch drin ein kleines Fix Neckknife. Ja, dieser kleine Tanto-Stachel vom, wie war dieser Edelmann, gell? Genau, Sam Edelmann, wenn mich nicht alles täuscht, amerikanischer Messerdesigner. Cooler kleiner Tanto-Stachel, cooles Neckknife. Und momentan meine EDC-Tools in der fünften Pocket Jeans, verschwindet gerade wunderbar. Die kleine Showfire Titan Plus und dran geklippt das kleine Kadett und das ergänzt sich wunderbar. Das ist wie ein Lanyard. Wenn du die Taschenlampe hältst mit zwei Fingern, hast du die anderen zwei Finger noch auf dem Taschenmesser hinten. Und ja, man kann das Taschenmesser noch bedienen mit der Lampe dran. Das ist eine optimale Kombination. Im Notfall einfach nur das einstecken. Und ja, es ist größer, schwerer zusammen, dann verliert man es nicht. Ist die Verlustgefahr geringer. Und ja, habe ich in der fünften Pocket Jeans, ist in der fünften Jeans Pocket, genau, in der fünften kleinen Tasche, passt das optimal rein und ja, ist eine geile Kombi. Ja, geile Lampe. In Verbindung mit dem Kadett. Super Set. Ja, und momentan als Knife meiner Wahl momentan das Benchmade. Das Bugout sind die anderen und das ist die Bailout, sozusagen große Bruder von den Bugouts ist das Bailout. Und das ist die Tanto-Ausführung mit den Alu-Griffschalen. Habe ich sehr gern das Teil. So, kriegen wir das alles drauf. Jawohl. Ja, so sieht es momentan in der Messertasche mit Tools aus. Kurze Freitagabend-Unterhaltung. Die sagen, dann kann das Wochenende ja wieder kommen. Okay, sage ich hier schon mal danke fürs Einsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.